Servus Leute, Brandy hier. Willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 9. Jetzt wollte ich schon fast 7 sagen. Aber nur fast, wirklich. Also ich hab's jetzt nicht gesagt, aber es war nur fast. In der letzten Folge waren wir bei der Höhle des ewigen Eises. Und ja, gibt's da eigentlich groß noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Deswegen verziehen wir uns in die Höhle des ewigen Eises. Wir haben jetzt auch schon die erste Truhe aufgemacht gehabt. Und werden jetzt die nächsten suchen. Hier sind so einige Trüchen, die wir aufmachen können. Und auch so einige Gegner, die wir hier besiegen können. Und ich bin, glaube ich, direkt in den Wirbel gefahren. Nicht so gesund, glaube ich. Aber wir werden es einfach mal machen. Bin ich da echt in den Wirbel rein? Nee, bin ich nicht. Also, denke ich mal. Sieht jetzt nicht so aus, als ob das ein Wirbel... Ach, klau einfach mal. Vivi, mach mal ein Feuer... Steiner, Feuerschwert, weiß gar nicht. Ist nicht, bestimmt nicht so effektiv gegen die. Ja. Ja, ist 11 alleine. Jetzt müssen wir erstmal kurz überlegen. So, jetzt muss ich kurz warten. Ja, genau, das wollte ich noch machen, ganz genau. Ich habe das schon fast vergessen, meine Freunde. Ja, ja, aber nur fast. Keine Sorge. Das wollte ich noch machen. Wir gehen jetzt in die Optionen. Kampftempo, Sim. Und... das gefällt mir schon fast mehr. Vibration einschalten. Ich stehe auf Vibration. Controller, nee, das lass mal so am Anfang. ATB verzögert oder Echtzeit. Mama verzögert, wir sind Anfänger. Fortbewegung rennen. So, was macht das aus? Gleich so viel. Wow. Übertreib's mal bitte nicht. Sieh dann mit deiner Lauferei. Bitte. Also nicht, dass wir hier gar nicht mehr mitkommen, so schnell wie du läufst. Oh ja, 2. Das macht natürlich mehr Spaß. Das gibt auch mehr EPs. Der Wind sucht seinen Weg. Aha. Waget nicht, ihn zu kreuzen. Aha. Black Magic, Motherfucker. Black Magic. Und Vivis Feuer. Oh yeah. Okay, 22 Pace, ja, das ist natürlich eine ganz große Menge für uns. Kann man schon so sehen. Deswegen. Autsch, mein Fuß knickst. So. Genau. Dann gehen wir bitte weiter. Phew. Als nächstes, meine Bärchen, gehen wir mal nach rechts. Ach so, ich laufe immer in den Wirbel, deswegen. Entschuldigung. Ja, ich laufe jetzt trotzdem immer in die Wirbel. Ich brauche einfach... Ich sag mal, die Erfahrung kann man noch mal... Kann man machen, finde ich also. Zack! Ach nee, da steht sogar nach einem Schlag... Garnet und Vivi einfach mal angreifen. Will mal sehen, wie viel die nutzen. HP-Austausch. Was? Oh, boah. Garnet.
Du Biest. Oh, Vivi, du Biest. Gleich so viel. Übertreibt's bitte mal nicht, Leute. Also, das ist ja... ja, wobei so viele MPs sind es dann auch nicht, dass es sich eigentlich wirklich lohnt. Deswegen... ja, ist eigentlich fast schon egal. Aber wir machen das jetzt mal hier. Hä? Was ist das nur? Irgendwas stimmt doch mit dieser Wand nicht. Mir scheint, als wäre dahinter was. Hey, Vivi. Ja, was gibt es denn? Meinst du, du könntest mal ein bisschen deine Magie auf diese Wand hier loslassen? Ich komme ja schon. Ja, das könntest du, Vivi. Und jetzt macht er hier Feuer Magic und... boah! War mir doch so. Ich wusste doch, dass dahinter was ist. Vielleicht gibt's hier ja noch mehr solcher Stellen. Vivi, ich verlass mich dann wieder auf dich. In Ordnung? Oh, okay. Ja. Zack. Aether. Das heißt, wir haben Aether bekommen. Wir werden jetzt aber auch erstmal Garnet heilen. Ja, was müssen wir noch heilen? Eigentlich niemanden. Mana hat jeder auch genug. Was ist Elixier? Beides, oder? Komplett Heilung der HP und MP. Also es ist etwas Besseres. Komm, verpiss dich jetzt, Rauch. Boah, da ist das aber jetzt. Ja. Deswegen. Oh, drei Puddings. Pudding. Das sind einer meiner. Oh Mann, ich hasse diese Scheiße. Ramen. Immerhin hat's verfehlt. Wirkt das jetzt alles auf Garnet bitte? Das wäre natürlich super mega heftig. Ah, jetzt haben wir hier alle was davon. Nee, wir klauen mal mit Zidane. Einfach mal um zu checken, was da so geht. Heilige Magie Vita auf everyone. Und der kleine Black Mage, der macht mal auf alles das hier. Jadestein haben wir geklaut. Vita für alle bitte. Hat nicht viel geholfen, oder? Oh, doch, hat schon. So, jetzt müsste hier bitte Vivi nochmal hier schön seine Technik zum Tragen kommen. Überhaupt nicht übertrieben. Mit 300 pro Kopf. Also da sagt mir einer, die Stärke teilt sich. 30 bekommen wir. Ja, das gefällt mir. Die können ruhig öfters mal zu dritt hier antanzen, diese Puddingköpfe. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir ernsthaft. Ich denke mal, die Truhe können wir auch noch erreichen. Ja, wenn der Wimpel da hinten weg ist, können wir die da erreichen, nehme ich mal an, oder? Nee. Nee. Oder? Wie war denn das? Wieso komme ich da jetzt nicht mehr runter? Hallo? Weil von hinten kommt man doch nirgendwo mehr rein. Habe ich das Gefühl. Und ich erinnere mich auch nicht mehr. Ja. Zidane klaut bitte, Vivi macht Black Magic. It's a gonna magic. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich bin gerade erst aufgestanden, Kumpels. Nehmt mir das jetzt nicht übel. Oh man. Ähm.
Ja, wieso komme ich da jetzt fucking nicht runter? Das pisst mich jetzt gerade an. Oh, ja. Ich bin aber auch eine Möse. Wie vom anderen Stern, muss man schon sagen. Och Mann, ist das peinlich. Ist schon peinlich. Oh man. Das ist echt, also. Schlimmer geht's gar nicht. Ah, jetzt hat er aber hier. Oh nee, scheiße, ich dachte wenigstens, dass. Mist. Gar nee, nee, brauchen wir nicht. Sie dann klauen. Schwarz Magic. Ach, Potion, ja gut, immerhin irgendwas, was man vielleicht mal gebraucht, was man sicherlich gebrauchen kann. Aber irgendwie so ein Äther wäre natürlich noch mal ganz, ganz großes Kino, muss ich sagen. Ehrlich jetzt, also das wäre schon ganz, ganz großes Kino. 30 EPs. Vita hat sie jetzt gelernt und Antidote. Freut mich jetzt für sie, ehrlich, aber ist mir ja Wayne Rooney. Wir werden das einfach mal so machen. Wir werden wieder ein paar Potions benutzen müssen. Beziehungsweise eigentlich nur eine, weil sie ist die Schwächste noch im Team und die muss man halt noch ein bisschen schützen. Ach komm, geh mal einfach durch, das ist mir zu blöd gerade, ehrlich gesagt. Da will ich gar nicht jetzt drüber nachdenken. Ist es stark genug, um alles hier platt zu walzen und Erfahrungspunkte schaden uns nicht. Von daher, kein Stress im Dress. Der Weg sucht seinen Wind oder so. Ist mir eigentlich ehrlich gesagt scheißegal, was sie gesagt haben. Die Jungs hier, zack, hier bekommt erstmal schön voll in die Fresse und stehen beide dann auch noch. Okay. Kein Problem. Dann haben wir noch unsere zwei Nahkämpfer, die dich aufspießen werden. Ja, mach halt auf sie dann das Eis. Nützt ihm eh fast gar nichts. Von daher, no go. Zack. Oh yeah, Baby. Und sie dann auch noch. Okay, also wie viel brauchen wir denn eigentlich noch? Gar nicht. Ein paar noch bis Level 6. Wir ein paar. Ja, ein paar mehr noch bis Level 11. Bis Level 11. Okay. Okay, 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 okay. Dann haben wir diesen Raum leer gefegt. So wie mir das mein Büchlein hier sagt. Als nächstes gibt's zwei Stellis. Left, to the left, to the left. Oh, yeah. To the left, to the left. Hä? Was ist das nur? Vivi? Boah! Tja. So versteckt man am besten seine Schatztruhe nicht. Elixier sogar. Oh. Das ist natürlich was ganz Edles, was wir hier gerade gefunden haben, meine Freunde. Muss man schon sagen. Das ist echt was ganz Edles, ein Elixier. Das war jetzt, glaube ich, nicht der Wirbel, sondern das war einfach so die Puddings, die jetzt kommen. Oder? Bitte? Ja, doch, das waren die Puddings und der da. Der Hampelmann, aber ich hasse Hinterhälter, die kommen end oft, muss man schon sagen. Von daher kann ich mich da nicht mit abfinden. Und das stresst mich jetzt auch, dass sowas passiert zum Beispiel. Ja, wir klauen einmal. Dann als nächstes machen wir Black Magic. Steiner hat's. Oh, Phönixfeder, was ganz Feines sogar.
Steiner hat es wieder aufgeweckt. Wenn einer den überlebt, dann... Ne, hat er natürlich nicht. Ja, mei. Aber ich sag ehrlich gesagt, mit diesen 30 EPs lohnt sich fast schon wieder eine Trading-Session einzulegen bis Level 66. Ja, ja. Nee, Quatsch, Leute, war ein Witzle, war ein Witzle. Bitte nicht wehtun jetzt. Es war nur ein Witz, okay? Es war nur ein Witz. Würdest du jetzt bitte weggehen, Wind? Danke. Zack. Eine Potion erhalten. Wind, bitte, willst du weggehen? Boah, da kann man doch bestimmt was machen, Vivi. Oder? Zack. Boah.